Wir machen ja zuerst einmal ein Impfangebot. Es ist ja niemand verpflichtet, es anzunehmen. Wann ist Otto Normalbürger dran? Stand heute 8.12. Mit dem Wissen und dem, was wir heute sehen, können wir damit rechnen, dass es spätestens ab dem 3. Quartal ausreichend Impfstoff geben wird, um dann auch in die Breite gehen zu können, jedem, der will, ein Impfangebot machen zu können, auch mit einem Impfstoff, der dann in den Hausarztpraxen verimpft werden kann. Es soll auch Menschen geben, die, das sage ich vollkommen neutral, wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60% der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Skepsis gewinnt weiter an Boden und die Impfraten sinken. Viele Menschen glauben, dass Impfungen Krankheiten verursachen, statt gegen sie vorzubeugen, und Pharmafirmen nur aus Profitgier für Impfungen werben. Die EU und die WHO wollen dagegen vorgehen, notfalls auch mit Impfpflicht. Mit Impfpflicht.